Die bayerische Staatsregierung hat schon in den letzten Jahren insgesamt rund 13 Millionen Euro für Bau- und technische Sicherheitsmaßnahmen an jüdischen Einrichtungen in Bayern bereitgestellt. Wir haben uns heute darauf verständigt, diese Mittel noch einmal um weitere 3 Millionen Euro kurzfristig zu erhöhen, um weitere technische Sicherungen hier damit zu finanzieren. Verstärkte Internetrecherchen, auch durch anlassunabhängige Maßnahmen. Dazu gehört der Ausbau der Bearbeitung von Hasspostings in den sogenannten sozialen Medien. Dazu gehört eine sehr sorgfältige Analyse durch das Landesamt für Verfassungsschutz und die Polizei zur Risikoeinschätzung von Einzelpersonen. Dazu gehört die verstärkte Beobachtung der Akteure der sogenannten neuen Rechten, der Mischszenen mit Rockern und Hooligans sowie der rechtsextremistischen Musik- und Kampfsportszene.